Das ist ein postanthropozänes Stadtmodell von Trier. Also Anthropozän, Einfluss auf die Erde durch den Menschen, und Postanthropozän, also danach. Und das soll so ein bisschen die Zukunft, eine mögliche Zukunft in 200, 300, 400 Jahren zeigen von Trier, in der Mensch nicht mehr da ist und wir nicht mehr uns um unsere Hinterlassenschaften kümmern können. Das heißt, die Dächer sind runter, es wachsen Pflanzen, Bäume aus den Straßen, aus den Häusern, und die Natur holt sich das wieder zurück, die Stadt holt sich wieder zurück und zeigt eigentlich ganz schön, dass der Mensch zwar mächtig ist im Zerstören, aber wahrscheinlich nicht mächtig genug, um die Erde komplett zu zerstören.